Hallo zusammen. Die heutige Folge widmen wir einer ziemlich geheimnisvollen und mysteriösen Person. Der Hexe Carla begegnen wir zuerst im Gefängnis von Irithyll. Dort befreien wir sie aus der Zelle und sie begibt sich anschließend zum Feuerbandschrein. Hier unterrichtet sie uns in dunklen Zaubern und, sofern wir ihr die richtigen Folianten bringen, auch in Pyromantie und sogar Wundern, auch wenn sie Letzteres nur sehr zögerlich und ungern tut. Carla bezeichnet sich selbst als schändliches Kind des Abgrunds, ihre Asche beschreibt sie gar als ungewolltes Kind des Abgrunds. Es besteht also eine gewisse Verbindung zu Manus, der in Dark Souls 1 seinen eigenen Abgrund entstehen ließ und schlussendlich vom auserwählten Untoten vernichtet wurde. Seine Seele jedoch zersplitterte in kleine Fragmente. Diese Fragmente, Kinder der Dunkelheit, symbolisierten seine Gefühle und suchten in Dark Souls 2 nach mächtigen Fürsten, an die sie sich binden konnten. Nashandra, das Verlangen, Elana, die Wut, Nadalia, die Einsamkeit und Alzana, die die Angst von Manus repräsentierte. Ihr Dialog und ihre Asche lassen vermuten, dass auch Carla eines der Fragmente sein könnte. Doch was würde sie repräsentieren? Der dunkle Zauber Verbundenheit, den wir von ihr erlernen können, erzeugt eine dunkle Manifestation, welche ein Ausdruck des Neides oder der Liebe zu sein scheint. Somit wäre es recht naheliegend, dass Carla den Neid von Manus oder seine Liebe für eine bestimmte Sache oder gar eine Person, von der er ein wichtiges Andenken erhielt, repräsentiert. Die Sehnsucht nach etwas, das man nicht haben kann, oder die Sehnsucht nach einer Person, der man nicht nahe sein kann, ist schmerzhaft bis grausam. Eventuell war Carla deshalb das ungewollte fünfte Kind des Abgrunds. Aber vielleicht hat sie auch gar nichts mit Manus zu tun, sondern fühlt sich einfach der Dunkelheit des Abgrunds stark verbunden. Es gibt noch eine weitere Verbindung zu Charakteren aus Dark Souls 2. Alva überfällt uns vor dem Gefängnis und seine Kleidung kann vor der Zelle, in der Carla gefangen ist, gefunden werden. In der umringten Stadt überfällt er uns erneut und nachdem wir ihn besiegt haben, finden wir an einem toten Körper die Kleidung der Hexe Sully. Carla und Sully. Beides ketzerische Hexen, die aufgrund ihrer dunklen Magie nirgends gerne gesehen waren und als Ausgestoßene galten. Sie haben also, neben ihrem äußeren Erscheinungsbild, einige Gemeinsamkeiten. Alva und Sully haben eine schwierige, gemeinsame Vergangenheit hinter sich. Denn es war Sully, die bis dato niemals liebte oder geliebt wurde und Alva ruinieren wollte. Doch letztlich wurde sie seine größte Unterstützerin und verbrachte den Rest ihres Lebens mit ihm. In Dark Souls 3 trägt Alva den Titel Sucher der Ausgestoßenen. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass er uns aus purem Zufall in Irithyll über den Weg läuft. Verwechselte er Carla mit Sully? Die beiden haben, oberflächlich betrachtet, ein ähnliches Erscheinungsbild und außerhalb der Zelle ließen sie sich womöglich leicht verwechseln. Doch das wäre vielleicht etwas zu einfach gedacht. Carla besitzt die finstere Schneide, ein dunkler Zauber, der von Mutter an Tochter weitergegeben wurde. Ist Carla womöglich die Tochter von Sully und damit auch von Alva? Reine Spekulation, aber es würde das Erscheinen von Alva erklären und auch, warum ausgerechnet dieser Zauber in ihrem Besitz ist. Die finstere Schneide diente zur Selbstverteidigung, aber auch als Mittel, sich das eigene Leben zu nehmen. Carla erwähnt in ihrem Dialog, dass sie schuldig sei. Ein ungewolltes Kind des Abgrunds, scheinbar von niemandem geliebt. Die finstere Schneide wurde nur ein einziges Mal von ihr geschwungen. Doch das ungewollte Kind des Abgrunds stirbt niemals. Letzten Endes bleiben viele Fragen offen und ungeklärt. Wir erfahren nie, ob Carla tatsächlich ein Fragment von Manus ist oder ob sie wirklich in irgendeiner Beziehung zu Sully und Alva steht. Und auch warum sie eingesperrt wurde, ist nicht unbedingt klar. Vielleicht war ihre starke Nähe zum Abgrund der Grund dafür. Was sind eure Gedanken dazu? Es würde mich freuen, wenn ihr eure Theorien im Kommentarbereich für alle teilen würdet. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage, bis demnächst.